Filmst du jetzt? Servus, Grüezi und Hallo. Das war falsch. Servus, Grüezi und Salü. Es ist jetzt 1:15 und wir haben jetzt noch laut Navi 10 Stunden 25 Minuten vor uns, aber wir brauchen locker 13,5-14 Stunden mit Pause machen. Es herrscht übrigens Ausgangssperre. Da ist schon so ein Auto die ganze Zeit hinter uns. Naja, manchmal spinnt man aber auch ein bisschen rum. Ja, und auch müssen. Fast die Abfahrt verpasst. Wir sind so ein bisschen gespannt, ob wir in eine Kontrolle noch kommen. So wie wir mit den Anhänger aussehen, ziemlich wild bepackt. Also wenn ich Polizist wäre, würde ich mich anhalten. Noch dazu müssen wir zwei Grenzen überqueren. Alles so ein bisschen fragwürdig momentan zur Zeit. Hier ist es einfach nur hochgradig bescheuert. Man kann es nicht anders sagen. Ich will damit gar nicht anfangen, sonst drehe ich mir auf. Ja, noch bin ich hellwach, weil ich die ganze Woche Nachtschicht hatte. Und hoffentlich ein bisschen an der Nachtschicht, durch die Nachtschicht jetzt gewöhnt bin und nicht müde werde. Morgen früh machen wir dann einen Fahrerwechsel, da fährt Annika und dann schlafe ich nämlich. Ein Hallo aus dem Background. Wenn wir kontrolliert werden, dann werden wir das filmen. Wir sind gespannt. Filmst du? Mhm. Ja? Wo ist das Loch? Eine Ewigkeit später. Nein, du, ich steht schon jemand. Jetzt werde ich nervös. Und schon zwei. Du musst doch noch zwei Zehner nehmen, ne? Noch nicht ganz auf unserem Hof angekommen, aber immerhin schon mal in der Bretagne. Wir müssen noch eine halbe Stunde fahren, dann haben wir es geschafft. Fahrt war absolut unspektakulär, keine Kontrollen, keine Polizei. Hier in Frankreich sind die Straßen voll, normaler Berufsverkehr würde ich sagen, an einem Montag. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um die Frage zu klären, was machen wir hier eigentlich? Was soll das Ganze? So überhaupt? Was überhaupt? Ich glaube, wir sind in einem Hamsterrad gefangen. Seit 2009 arbeite ich jetzt in der Vollzeit, mein Vollzeitjob halt, in der Industrie, scheißegal wo. Von diesen Arbeitsplätzen gibt es Millionen in Deutschland. Bei welcher Firma ist vollkommen Latte, das ist überall das Gleiche. Drei Schichten, jede Woche wechseln, Überstunden machen, samstags arbeiten, die ganze Scheiße. Und das soll ich bis ins Rentenalter, bis ich 75 bin, machen? Keine Chance, unvorstellbar für mich, wirklich unvorstellbar, Teil von diesem System zu sein. Und deswegen habe ich schon seit Jahren wirklich im Kopf, man muss da raus, wir müssen da raus. Kein Bock mehr, es geht so nicht weiter, wirklich nicht. So, dann kamen wir auf die Idee, wir müssen irgendwie aufs Land, wir müssen selber machen. Geld, das wir nicht ausgeben, müssen wir auch nicht verdienen. Wie kann man Geld sparen, Gemüse anbauen, sich selbst für sein Essen zu sorgen, überhaupt alles, was geht, auch handwerklich, selber machen. Kein Handwerker rufen, Rechnung bezahlen. Und dann waren wir halt auf der Suche, wo können wir das machen? Wir hatten die Idee, in den Osten zu ziehen, in Deutschland. In den Alpen. Aber ganz ehrlich, das hat uns alles nicht so angesprochen. Das hat uns nicht dahin gezogen. Und dann kamen wir irgendwie da auf Bretagne halt. Dann waren wir letztes Jahr in der Bretagne, haben uns das angeguckt. Wie bei der ersten Fahrt schon erwähnt, haben uns sofort das Haus im Grunde gekauft, weil uns das so zugesagt hat. Und jetzt haben wir halt unser Stück Land, wir können unser Gemüse anbauen, wir können da unseren Scheiß machen, auf gut Deutsch gesagt. Wir werden da keine Lohnarbeit annehmen, wir machen da unser eigenes Ding. Also, wo waren wir stehen geblieben? War gerade ein bisschen turbulent. Ist so, das ist eigentlich auch für uns wirklich ein Experiment. Wer weiß, ob das wirklich alles gut geht, aber wir haben nichts zu verlieren. Wir haben so viel gearbeitet und so viel Geld verdient, dass wir das Haus schuldenfrei gekauft haben. Wir haben keinen Kredit abzubezahlen. Wir haben nichts zu verlieren. Also wagen wir das jetzt einfach. Wir wollen nicht komplett aussteigen aus irgendwas. Wir wollen einfach nur drei Nummern drunter einsteigen. Einfach wieder ein bisschen zurück. Und dieses Geld, was wir dann wirklich noch brauchen, das können wir wohl noch verdienen. Das kriegen wir noch hin. Aber es geht mit viel, viel, viel weniger Arbeit. Wir können diese Arbeit, wir können das wirklich nicht mehr, obwohl wir noch so jung sind. Andere haben schon 40 Jahre gearbeitet und trotzdem sind wir schon an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben keinen Bock mehr. Wirklich nicht mehr. Ich bin nicht ohne Grund
permanent krankgeschrieben, weil es einfach eine kranke Scheiße ist, diese Pfaff-Industrie. Das sind Arbeitsbedingungen. Ich habe mal selber diesen Vergleich gemacht, wenn meine Arbeit ein Affe machen müsste. Der arme Affe, es würde sofort jemand kommen und der Tierschutz, was weiß ich wer, der würde sagen, hör mal, du kannst doch hier den Affen nicht arbeiten lassen. Das sind ja gar keine artgerechten Bedingungen. Und dann ruckzuck wäre dieser Affe aus diesen Bedingungen befreit. Man kann auch keinen Affen 8 Stunden arbeiten lassen. Immer das gleiche, die gleiche stupide Arbeit. Aber wenn ich diesen Arbeitsplatz habe und unter diesen Bedingungen arbeiten muss, eben in Schichtarbeit und vollkommen monotone Arbeit, dann wird das einfach so hingenommen. Dann muss ich das einfach so hinnehmen. Das ist einfach zur Normalität geworden, dieser in meinen Augen Wahnsinn. Keine Ahnung, vielleicht merkt man es, ich komme da sehr schnell in Rage. Das ist so ein Thema für mich. Ich kann damit nicht mehr leben. Und deswegen haben wir jetzt die Eier und haben uns einfach diesen Hof gekauft. Worauf sollen wir noch warten? Jetzt ist der Zeitpunkt, oder? Ich habe auch die Eier. Dann schneidest du raus. Weiß ich nicht. Ja, genau. So sieht's aus. So, also einerseits haben wir absolut keinen Bock mehr auf das, was wir jetzt machen. Und auf der anderen Seite haben wir einfach mega Bock. Ja, auf diese Tätigkeiten. Oh, ich war viel zu schnell. Auf diese Tätigkeiten, die uns auf so einem Hof halt einfach erwarten. Holzhacken ist geil, das macht mega Laune. Ich habe auch voll Bock, Gemüse anzubauen, richtig, und Bäume und Arbeit. Wir haben Früchte nicht zu ernten und einzumachen. Und wir haben ja, weiß Gott, nicht weniger Arbeit mit so einem Hof, aber ja, es ist ganz andere Arbeit. Du siehst das Ergebnis deiner Arbeit und nicht wie jetzt, da kriege ich am Ende des Monats irgendeinen Lohn. Ich arbeite für irgendeine gesichtslose Industrie. Kein Ergebnis. Außer halt dieser scheiß Lohn, den ich kriege. Unsere Arbeit entwürdigt uns so sehr, dass wir uns mit dem Lohn unsere Würde zurückkaufen. So funktioniert das ganze System. Geld verdienen, um danach sich Würde wieder zu erkaufen. Mit Dingen. Und da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir haben sowieso so wenig konsumiert in den letzten Jahren, dass wir uns eben dieses Haus jetzt leisten können. Es ist diese Falle, aus der wir einfach schon vor Jahren eigentlich schon angefangen sind auszusteigen, und jetzt findet das halt Vollendung. Der Plan geht auf. Was noch lange in unseren Köpfen geschwirrt hat, wird jetzt Realität. Jetzt gerade in diesem Moment, wo wir die nächste Fahrt in die Bretagne machen. Mit Anhänger natürlich wieder voll beladen. So sieht's aus. Ja, noch eine Viertelstunde. 20 Minuten. Also so viel mal zu diesem Thema, und ich glaube, wir haben noch einiges zu erzählen. Und ich glaube, es wird nicht langweilig. Und jetzt, wie magisch, sehen wir uns auf dem Hof. Ornella! Ornella! Wir sind da! Wir sind da! Ja. Ja, auf jeden Fall, wir wollen heute nicht viel Zeit vergeuden und sofort anfangen. Wir haben ja wieder nur ziemlich wenig Zeit hier. Deswegen fange ich jetzt gleich sofort an mit dem Hänger und werde mal ein bisschen zeigen, was da überhaupt so drauf ist, was wir hier vorhaben. Die Zeit ist knapp. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht so laut. Wir wollten mal einmal zeigen, was wir jetzt so mitgenommen haben und was wir damit vorhaben. Wir haben eigentlich jede Menge Holz dabei. Teilweise einfach nur Holzbohlen. Da werde ich dann teilweise unsere eigenen Möbel rausbauen. Stühle, Tische. Das wird, glaube ich, ein komplett IKEA-freies Haus. Ich werde alle Möbel wirklich selber machen. Die dicken Balken hier, 1, 2, 3, die dienen später für das Tor als Rahmen. Diese Lärchenbretter, ja, werden dann das Tor an sich. Dann haben wir noch hier so eine schwere Schiebetür bekommen für umsonst mit Schiene und sowas. Wir wissen noch gar nicht genau, was wir damit machen. Vielleicht wird das die Schiebetür zum Gewächshaus. Rasenmäher haben wir schon mal mit. Bisschen Werkstattbedarf habe ich schon mit. Und ansonsten jede Menge Kleinscheiß noch. Und noch dazu ist natürlich unser Auto voll. Ich hoffe, hier kommt mir jetzt nichts entgegen. Doch, kommt's. Der Anhänger ist jetzt leer. Ich werde jetzt anfangen, den Rasen mal zu mähen. Geht eigentlich ganz gut. Ich habe schon ein Stückchen probiert. Mal schauen, wie weit wir kommen.
Während Annika fleißig noch den Rasen mäht, habe ich hier mit der Ecke schon mal angefangen, alles wegzuschneiden. Und bevor ich hier noch weiter wegschneide, will ich einmal filmen, wie das hier vorher aussieht. Also hier ist wirklich kaum durchkommen. So sieht es jetzt hinter dem Schuppen hier aus, hinter dem kleinen. Urwaldartig. So, jetzt nochmal mit Ton. Oh. So, zweiter Tag, wo wir gestern aufgehört haben, machen wir jetzt weiter. Projekt Urwald. Urwald, wie wir es intern genannt haben. Da brauchen wir eine Kettensäge. Dann hole ich die Kettensäge. Kettensäge, was ich brauche. So einen Bauarbeiterhelm aufsetzen. Das nennt man Arbeitssicherheit. Ja, ja, hier, jetzt musst du da weg. Wir haben hier ein altes Vogelnest im Baum gefunden. Wie man sieht, besteht es hier aus Plastikfasern. Das ist schon traurig, dass die Vögel in Plastik aufwachsen. Das ist ein Urwald, wirklich. Ja, wir ändern jetzt die Taktik. Ich hole jetzt die Heckenschere. So? Einmal durchjagen. So? Genau so. Wie Tarzan. Wie Tarzan. Hatte Tarzan eine Heckenschere? Ja, sicher. Er hatte alles. Es ist übrigens nicht so, dass wir das hier alles aus Spaß wegmachen. So viel Spaß macht es dann nämlich doch nicht. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir diese Fläche hier nutzen wollen. Aber wir haben zu Hause in Deutschland schon 3 Apfelbäume, 2 Birnbäume, Haselnusssträucher, Walnuss, einen Walnussbaum, einen Kirschbaum. Also jede Menge Obstbäume, die wir schon mal die letzten Jahre haben wachsen lassen. Und die wollen wir halt hier mit rübernehmen. Und dafür brauchen wir natürlich Platz. Uns ist natürlich schon bewusst, dass wir hier... Es ist jetzt hier über Jahre oder Jahrzehnte einfach nur wild gewachsen. Und wir haben hier schon, muss man sagen, auch einiges einfach zerstört. Was wir hatten schon Bedenken, dass hier alles voller Vogelnester ist, weil man hier so viele Vögel hört. Aber Gott sei Dank haben wir nur dieses eine Vogelnest, was Gott sei Dank leer war, gefunden. Und das war aus Plastik. Hier wird natürlich auch einiges an Insekten gewesen sein. Deswegen haben wir auch auf jeden Fall vor, an anderer Stelle irgendwo wieder so eine Wildwuchsfläche anzulegen oder ja... Dass wir die Natur sich dann selber anlegen. Aber irgendwo werden wir so eine Fläche schaffen, wo dann wieder Brennnessel wachsen können. Und alles, was die Natur halt meint, da hinpflanzen zu müssen. Und auch so eine Wildfläche kann man wiederum nutzen. Aus den Brennnesseln kann man guten Dünger herstellen. Brennnesseln sind sehr gesund. Gundermann haben wir hinten auf der Rasenfläche auch schon gesehen. Das sind alles Sachen, die kann man super nutzen. Ich habe das eben schon aufgenommen, aber ohne Ton. Also auf jeden Fall werden wir diese Stelle hier sinnvoll für uns nutzen. Wahrscheinlich für unsere Obstbäume. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, hier ein Ergebnis zu sehen. Und gleich kommen auf jeden Fall die Nachbarn. Die Nachbarn sind da vorne. Und die Nachbarn sind Engländer. Das heißt, wir müssen gleich auf Englisch sprechen. Aber noch sprechen wir besser Englisch als Französisch. Also von daher ist es ganz gut, dass es englische Nachbarn sind und keine Franzosen. Also weiter geht's. So, für heute hören wir auf. Jede Menge geschafft und ja, was wir nicht geschafft haben, dann machen wir morgen weiter. Unsere Nachbarn kommen nämlich jetzt gleich, die haben schon rübergerufen. Man hört nichts außer die Vögel. Wir haben hier einen riesigen Haufen hingesetzt. Wir werden beobachtet. Und der Hüpfschwung. Guck mal, da kommen sie schon.